Also ganz herzlich willkommen zum Vortrag In meinem Laptop stecken 2% Kinderarbeit. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr krasser Titel. Und dass der Rohstoffabbau von, also für Elektronikprodukte menschenrechtlich hochproblematisch ist, haben wir alle schon irgendwie mal gehört. Aber eigentlich fällt es uns auch ganz leicht, das zu ignorieren, dank des sleeken Designs und der herausragenden Marketingtätigkeiten von HardwareherstellerInnen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, heute Sebastian Jakutsch hier begrüßen zu dürfen, der seit über 10 Jahren im Bereich sozialverträglicher IT-Produktion tätig ist. Und was Sebastian macht, analog zur CO2-Bilanz, die so während dem Lebenszyklus von Elektronikprodukten entsteht, erstellen er und sein Team die Sozialbilanz dieser Produkte. Also eine Weise, die menschen- und arbeitsrechtlichen Risiken zu quantifizieren und somit eben darzustellen. Also danke, dass du hier bist. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Hört man mich? Ja, ne? Nee. Ich kann auch einfach ganz laut jetzt vielleicht ganz laut reden. Ah, jetzt darf ich nicht mehr laut reden. Ja, ja, also danke für die Einführung. Es tut mir leid, ich muss mit einer schlechten Nachricht beginnen. Das ist euch vielleicht bewusst, aber ich möchte es mal auf den Punkt bringen. Es ist in Deutschland erlaubt, also nicht verboten, Produkte in den Verkehr zu bringen und herzustellen, die nachweislich deren Rohstoffabbau nachweislich aus Zwangs- oder Kinderarbeit entstanden ist. Oder wo die Community vertrieben wurde für den Rohstoffabbau. Oder wo eine Vergiftung stattfindet bei der Goldschöpfung. Das ist nicht verboten. Und Unternehmen wehren sich sogar dagegen, wenn man ihnen das verbieten will, mit dem Argument, wenn wir es nicht tun, machen es andere. Und ich finde das ein ziemlich irres Argument, zu sagen, es ist gut, wenn wir etwas schneller, wenn wir schneller böse sind als die anderen. Und das sind diese Motivationen, die uns das bringt, hier diese Arbeit zu machen, mal dahin zu gucken, wie arg ist das denn eigentlich? Wir hören davon, Rohstoffabbau, Kinderarbeit etc., aber wie arg ist das wahrscheinlich? Und wo sind die Hotspots in solchen elektronischen Geräten? Wo sollte man besonders hingucken? Wo sollte ein Hersteller hingucken? Vielleicht ein Käufer und so weiter. Und genau, die Arbeit möchte ich vorstellen. Es hängt sich so ein bisschen an den Titel des Vortrags. Erstmal, wir haben einen Laptop analysiert. Ich zeige euch erstmal, welcher Laptop. Dann schaffe ich es hoffentlich, euch klarzumachen, wie kommt man auf diese 2% Kinderarbeit. Das ist eine sehr grobe Rechnung, das werdet ihr dann sehen. Und dann werde ich ein paar Sozialbilanzen vorstellen von so einem Laptop. Also ein paar Entdeckungen, die wir gemacht haben. Schließlich schauen, wer will das eigentlich wissen, wer kann das benutzen in seiner Arbeit. Und zum Schluss stelle ich noch das Werkzeug vor, ganz kurz das Werkzeug vor, mit dem wir das gemacht haben, das wir selbst entwickelt haben. Also, welcher Laptop? Es geht um diesen Laptop hier. Wir haben einen ganz konkreten Laptop genommen, beispielsweise für alle Laptops dieser Welt. Das ist ein Open-Hardware-Projekt, das ist das Tolle. Das heißt, wir wissen genau, was da drin ist. Und ich bin den Leuten sehr, sehr dankbar, dass sie es gemacht haben. Das heißt, es ist auch das einzige Open-Hardware-Laptop, den ich so kenne. Von MMT findet ihr auf der Website, ist wie gesagt Open Hardware. Hier beispielsweise, also ihr seht die Explosionszeichnung, beispielsweise eine Kabelkonfiguration. Es gibt ganz viele Kabel da drin, das ist der Kabel für einen Lautsprecher. Rechts seht ihr noch 3D-Modell, wie der Lautsprecher reingeschraubt wird in den Laptop, unten die Hauptplatine. Also alles zugreifbar. Wir wissen, wo die Teile auch herkommen, von welchem Hersteller gekauft wurden. Das haben wir alles mit reingenommen in unsere Analyse. Der Laptop hat allerdings ein paar Besonderheiten. Das muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Es gibt sozusagen standardmäßig kaum Funkkommunikationsmöglichkeit nach außen. Es hat kein Wi-Fi oder WLAN-Modul. Das haben wir jetzt auch nicht modelliert.
Es gibt kein Bluetooth, es gibt kein Mikrofon und es gibt auch keine Kamera. Es gibt eine Kamera, das kann man alles nachrüsten, aber eben nicht standardmäßig. Haben wir in der Analyse nicht drin. Und das Netzteil haben wir auch nicht drin in der Analyse, muss ich dazu sagen. Der Laptop ist leicht daran zu erkennen, dass er ein Trackball hat. Das ist etwas, was man schon lange nicht mehr benutzt, war früher mal Mode. Wir haben das Modell mit dem Touchpad modelliert. Der hat keinen Lüfter, ist nicht nötig, dafür ein großes Kühler, den sieht man hier so andeutungsweise. Das ist alles genau. Und das Display ist relativ klein, also 12,5 Zoll. Es ist nicht so ein Riesenlaptop, ne? Nicht das so, womit man dann Videos gucken kann. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, ist also kein Plastik. Viele Laptops sind Plastik, dieser Laptop, aber es gibt auch viele Laptops, die aus Aluminium bestehen, dieser hier auch. Teilweise ist es eigentlich Plexiglas. Ihr seht hier den Laptop tatsächlich von unten zusammengeschraubt. Man kann von unten reingucken, weil es Plexiglas unten drunter geschraubt ist. Der ist jetzt nicht auseinandergenommen, das sieht man von unten so. Also das zu den Besonderheiten dieses Laptops, aber der steht stellvertretend für die Laptops dieser Welt. Das ist mir wichtig vorweg zu sagen. Dieser Laptop ist nicht schlechter und nicht besser als andere Laptops. Ja, deswegen nimmt das einfach als Beispiel. Hier ein paar Zahlen, um warm zu werden mit der ganzen Rechnerei hier. Es ist nicht kompliziert. Der Laptop wiegt offiziell 1,9 Kilogramm. Ich besitze den tatsächlich gar nicht, anders als der Titel das behauptet. Ich konnte die Arbeit oder wir konnten die Arbeit auch ohne den zu besitzen machen. Das sind 1700 Bauteile drin, aber viele sind doppelt oder mehrfach, eins sogar 140 Mal drin. Insgesamt sind es 233 unterschiedliche, 69 Hersteller. Manche kennen wir allerdings nicht, so open war es dann doch nicht. Insgesamt sind dort 248 Materialien drin. Materialien heißt zum Beispiel Kupfer, aber auch Plastik, PVC zum Beispiel. Ja, und derlei gibt es reichlich. Die wiederum entstehen aus 60 Ressourcen. Wir haben das Ressourcen genannt. Also zum Beispiel das Kupfer entsteht aus Kupfererz. Das ist das, was so aus der Mine rauskommt. Ja, das ist die Ressource. Oder PVC entsteht aus Erdöl, Erdgas und Salz. Das sind die drei Ressourcen, die da so reinkommen. Deswegen ist tatsächlich in der Ressourcenliste auch Salz oder Maisstärke oder so drin. Das ist die Basis von Laptops. Aber natürlich viele Metalle, weiß jeder von uns. Genau, 60 Ressourcen und die kommen aus potenziell 165 Ländern. Ja, also nicht alle Länder, aber doch sehr viele Länder sind das. Das sind nur ein paar Zahlen vorweg und da habe ich schon mal die ersten Begriffe eingeführt. Wie kommt man auf 2%? Unser Vorgehen ist ganz grob wie folgt. Wir haben das Gerät genommen. Das kennen wir, Open Hardware. Wir wissen die Bauteile, woraus dieses Gerät besteht. Ich habe eben die Zahl genannt, wie viele es sind. Diese Bauteile bestehen aus Materialien, hatte ich eben auch gesagt. Die wiederum Ressourcen, das ist ein wichtiger Sprung. Ja? Das ist wirklich das, was so aus der Erde kommt, ja? Aus denen diese Materialien hergestellt werden, über sehr komplizierte Schritte. Wir haben das in einem Schritt zusammengefasst. Die Ressourcen kommen aus bestimmten Ländern. Und für diese Länder gibt es bestimmte Risiken, wie zum Beispiel Kinderarbeit. Die Datenquellen für Bauteile zu Materialien, das verraten viele Hersteller, interessanterweise, aus welchen Materialien sie bestehen. Von Materialien zu Ressourcen gibt es Lifecycle Assessments Datenbanken. Wir haben EcoInvent genommen. Wer das kennt, weiß jetzt Bescheid. Die anderen, es ist auch okay. Das gibt es einfach kaufbare Datenbank. Ein Webinterface ist sogar öffentlich einsehbar. Die Statistiken von Ressourcen zu Ländern sind weltweit gesammelt. Diverse Bergbauinitiativen sammeln solche Daten. Ist auch kein Geheimnis, wo Rohstoffe herkommen. Und diese Risiken ist halt je nach Risiko. UNICEF zum Beispiel macht Kinderarbeitssachen. Wir haben auch ein Living Wage mit drin, das erzähle ich gleich ein bisschen. Also das sind alles öffentliche Daten. Ja, wir haben öffentliche Daten benutzt. Wir haben nicht einen Hersteller gefragt, wo er seine Rohstoffe herholt, würden die Hersteller uns eh nicht verraten. So, eine Beispielrechnung. Dieser eine Laptop hat zum Beispiel zwei Lautsprecher, also Speaker. Ich habe jetzt das kurze Wort genommen, Lautsprecher ist so ein langes Wort. Zwei Lautsprecher sind da drin. Zusammen ist in diesen Lautsprechern 0,5 Gramm Kupfer. Es ist nur ein Beispiel, dass ich die Rechnung so ein bisschen klar mache. Dieses Kupfer wird aus 76,19 Gramm
Kupfererz hergestellt. Also was aus der Mine kommt, muss natürlich da erstmal das Kupfer rausgewonnen werden. Aus der Mine kommt sehr viel mehr, logischerweise, ahnt jeder von uns. Das ist das Verhältnis für Kupfer. Also schon deutlich mehr. Ne? So, Kupfer kommt laut Statistik unter anderem aus Sambia. Und zwar, wenn man diese 76,19 Gramm eben umrechnet, kommt beispielsweise 3,2 Gramm von dort aus Sambia. Und aufgrund der Statistiken von UNICEF wären dann 0,12 Gramm aus Kinderarbeit gefördert. Ja, aufgrund der Wahrscheinlichkeit Kinderarbeit unter aller Arbeit im Minenbereich. Ja, so. Also, wichtig ist zu verstehen, oben ist Materialgewicht, das, auf was auch wirklich der Laptop wiegt. Ja? Unten haben wir wieder so ein Ressourcengewicht. Es wird da plötzlich vom Kupfer zum Kupfererz deutlich schwerer, das Gerät. Ja? Und unten haben wir so nur in der unteren Zeile nur noch Ressourcengewichte. So, wenn man diese Ressourcengewichte aufaddiert von einem Laptop, dann wiegt er plötzlich 84 Kilo. Ja? Aufgrund dessen, was aus der Erde geholt wird, allein für diesen Laptop. So, und wenn man jetzt diese Summe, die Kinderarbeitssumme aufaddiert für alle Länder, für alle Teile, alle Materialien, dann kommt man auf 1,72 Kilogramm. Also 1,72 Kilogramm Ressourcen, Rohstoffe wurden laut dieser Statistiken mit Kinderarbeit gefördert. Und genau das sind 2%. So, das ist unsere Rechnung. So versuchen wir, dem nahe zu kommen, wie viel ist da eigentlich, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass es auch wirklich geschieht, was wir alle befürchten und was nicht verboten ist. So, und mit all diesen Daten können wir eine ganze Menge rausfinden. Wir haben bislang nur 3 Sozialrisiken analysiert. Kinderarbeit hatten wir gerade, Zwangsarbeit gibt es auch Statistiken. Ich habe die Quellen daneben angeschrieben. Die Walk Free Foundation wird schon kritisiert, aber das ist nur die beste Quelle über Zwangsarbeit. Und wir haben auch noch sowas wie Erwerbsarmut reingenommen. Wir haben verglichen, was bekommen, dafür gibt es tatsächlich auch Statistiken, was bekommen Arbeiter im Bergbau, und wir haben das verglichen mit dem sogenannten Living Wage. Das ist deutlich mehr als der Mindestlohn. Das ist eben nicht der Mindestlohn, sondern das ist der Lohn, den man in dem Land benötigt, um auch eine Familie zu ernähren, nicht nur sich selbst, sondern auch eine Familie und ein ordentliches Leben zu führen. Kein reiches Leben, das ist immer noch, aber es ist, man kann damit leben. Das ist so der Living Wage, ja, und das haben wir miteinander verglichen. Und wenn der Lohn halt unter dem Living Wage liegt, geht bei uns die Zahlen hoch. Wir haben diese 3 analysiert und hier sind die Ergebnisse. Sozialbilanzen des Laptops. Ich habe die Folien gehen jetzt immer so. Ja, sie zeigen die Schwerpunktländer, sie zeigen die Schwerpunktmaterialien und noch einen unten unter drittens noch sozusagen den Hotspot in dem Gerät. So, lasst euch einfach erzählen, was das Interessante an so einem Laptop ist und wo es zur Sache geht. Material bei der Kinderarbeit, wie gesagt 2% etwa, ist Gold. Das Interessante ist, Gold ist mengenmäßig nicht so viel drin in so einem Laptop. Aber das Verhältnis zwischen Gold, also dem wirklich fertigen, also Materialgold, und der Menge an Arbeit, die nötig ist, um dieses Gold zu fördern, ist enorm. Das ist 1 zu 200.000. Also man muss etwa 200.000 Kilogramm Erde bewegen, um ein Kilogramm Gold rauszuholen. Mit Abstand das schlechteste Verhältnis. Und deswegen steckt das Gold so relativ hoch drin, weil Gold auch in vielen Ländern gefördert wird, wo eben ja, Kinderarbeit herrscht. Genau. Das nächste ist Kupfer. Kupfer ist ein sehr zentrales Material in jedem elektronischen Gerät und es steckt wirklich in jedem Bauteil drin. Das ist, ja, Kupfer ist so der elektronische Leiter da drin. Und interessant ist hier noch Other, also die übrigen. Das ist ziemlich wenig. Also, und wir sehen hier nur Metalle. Eins ist zum Beispiel das Aluminium-Legierung, die im Gehäuse ist.
Genau, also es bleibt nicht so viel übrig. Im Wesentlichen machen es die Metalle in dem Gerät. Aber wir haben natürlich noch deutlich mehr analysiert. Wie gesagt, Erdöl, Erdgas sind in unserer Analyse auch drin. Komme ich später noch zu. Länder ist interessant. Ich habe mal einfach nur interessantes Land eingekreist. Was mich zumindest überrascht hat, ist, dass Peru recht weit oben ist. Grund ist, aus Peru kommt relativ viel Kupfer. Kinderarbeit ist in der Tat in Peru ein bekanntes Problem, tatsächlich auch im Rohstoffabbau, genau. So, nächste ist so ein Klassiker, Demokratische Republik Kongo. Ich gehe jetzt nicht mehr auf die einzelnen Fälle ein. Hier einfach mal, dass man einen Eindruck bekommt, wie es verteilt ist. Hier ist die Verteilung deutlich größer über die Länder. Es gibt noch viele, viele Länder, aus denen die Rohstoffe kommen. Und das größte Risiko in diesem Laptop ist tatsächlich das Bauxit, das ist so Aluminiumerz, also das, woraus Aluminium hergestellt wird, Bauxit aus Guinea für das Gehäuseteil. Ja, ich komme später noch dazu, wozu man diese Informationen gerne haben möchte. So, Zwangsarbeit. 0,4% auf das Ergebnis kommen wir. Also schon noch eine Größenordnung weniger als bei Kinderarbeit. Material ist jetzt unauffällig. Ich habe nichts eingekreist, nichts rot eingekreist, weil die Grafik sieht fast genauso aus wie bei Kinderarbeit. Bei den Ländern verschiebt es sich allerdings deutlich. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt rein, der bei Kinderarbeitsstatistik dazukommt. Ich habe hier China eingekreist. Eben, ich gehe nochmal zurück, tauchte China nicht auf. Der Grund ist, es gibt tatsächlich, ich bin jetzt wieder zurück zu Kinderarbeit gegangen, zu der vorherigen Folie, es gibt tatsächlich keinerlei Statistiken über Kinderarbeit in China. Es gibt auch keinerlei Statistiken über Kinderarbeit in den USA oder Russland oder Deutschland. Gibt es nicht. Es gibt keine Zahl. Aber über sämtliche afrikanischen Länder gibt es das. Gut. So viel zu der Diskriminierung schon bei der Erhebung dieser Zahlen. Das hat mich schon sehr geschockt. Dass wir das nicht nennen können. Es gibt also in der Kinderarbeitszahl eine große Unsicherheit. Es ist nahezu 60% der Rohstoffe konnten wir gar nicht beurteilen bezüglich der Kinderarbeit. Und deswegen auch landet Peru so weit oben, weil für Peru gibt es natürlich eine Zahl. Genau, kommen wir hier zurück. Für China gibt es Zwangsarbeitszahlen und Zwangsarbeit in China ist ein aktuelles Thema, kennen wir. Kommt uns in der Elektronik vielleicht sogar noch entgegen. Solarmodulen ist bekannt, dass die aus den entsprechenden Gegenden kommen, das Polysilizium, was dafür benutzt wird. Solarteile sind aber im Laptop nicht drin, muss ich gleich dazu sagen. Also China ist jetzt hier schon an Stelle 2 bei Zwangsarbeit. Ja, einfach noch so. Das größte Risiko ist das Zinn aus Myanmar für das Lot. Genau. Und dann haben wir die Erwerbsarmut, das ist das Verhältnis von dem Living Wage, womit man eine Familie ernähren kann, zu dem, was man wirklich bekommt in dem Land. Da ist Material, jetzt Zinn, habe ich mal eingekreist, deutlich mehr Bedeutung, aber ansonsten sieht das auch wieder sehr ähnlich aus mit den Materialien. Also die kritischen Materialien sind tatsächlich Kupfer und Gold in allen dreien. Und bei Ländern fiel mir dann Polen auf. Das hat mich auch überrascht, überrascht euch vielleicht auch. Hätte ich auch nicht gedacht, aber so sind die Statistiken. Aus Polen kommt vergleichsweise viel Kupfer. Das ist eigentlich das einzige EU-Land, wo relevant Kupfer kommt. Und das Lohnniveau ist niedrig im Abbaubereich, in dem Bergbau in Polen. Also verglichen mit den Lebenshaltungskosten, die auch in Polen inzwischen sehr hoch sind, EU-Land etc. Also das ist schon interessant, genau. So, größtes Risiko hier, Kupfer aus dem Demokratischen Republik Kongo für die Hauptplatine. Ja, das waren so ganz grob Sozialbilanzen. Wir können jetzt man kann da jetzt in Detail reingehen, aber das ist so im Rahmen dieses Vortrags die Zahlen, die wir haben. Wer will das wissen? Und ich zeige jetzt gleich noch ein paar interessante Erkenntnisse. Wer will das wissen? Zum einen Gerätehersteller. Es gibt eine Sorgfaltspflicht, die gibt es den eigenen Mitarbeitern gegenüber. Es gibt zunehmend auch gesetzliche Regelungen für eine Sorgfaltspflicht gegenüber den Mitarbeitern in der Lieferkette, also den beauftragten Firmen, deren Mitarbeiter bis hin eben zu den Rohstoffen. Genau, dort ist die gesetzliche
Pflicht sehr gering, aber das ist die Sorgfaltspflicht und ein Gerätehersteller möchte einfach wissen, was passiert in meiner Lieferkette. Ja? Und wo kann ich etwas drehen, dass es besser wird? Eventuell muss er es machen, eventuell möchte der Hersteller das machen. So, und hier sind die Hersteller, hier zähle ich ein paar Hersteller auf von diesem Beispiel-Laptop. PCBWay heißt der Hersteller für die Platinen. Bei denen ist, ich habe jetzt Kinder- und Zwangsarbeit kombiniert einfach, ja, damit das ein bisschen gemischt ist. Bei dem Hersteller ist einfach der größte Anteil, also bei dem würde man am ersten wissen wollen, hey, wo habt ihr euer Material her? Sagt's mir. Und habt ihr darauf geachtet, dass da Kinder- und Zwangsarbeit möglichst minimiert ist? Und wenn nicht, tut das bitte oder ich wechsle den Lieferanten, der es getan hat. Das ist so die klassische Analyse-Reaktionsmechanismus in der Sorgfaltspflicht, der Lieferketten-Sorgfaltspflicht, wie es auch im deutschen Gesetz so heißt. Genau. Die nächsten sind schon deutlich kleiner. Unknown, grün, wir wissen manche Hersteller nicht. Es sind sehr viele Hersteller, sieht man im großen Other-Bereich. Ja. Und der nächste ist schon Molex, aber das sind jetzt so Hersteller von Kleinteilen. Ja. So, das sind die relevanten Hersteller, die man als also Teilehersteller, die man als Gerätehersteller fragt, ja, wo bekommt ihr eure Materialien her? Wenn wir das sauber machen möchten, möchten wir von euch die Transparenz, wo das herkommt. Das passiert nur B2B, also zwischen den Vertragspartnern. Wir außerhalb kriegen die Informationen nicht. So, und hier ist nochmal eine Tabelle. Was sind die größten Risiken? Welche Hersteller fragt man am besten? Und in der Tat ist zwar der Leiterplattenhersteller PCBWay der erste Ansprechpartner für alle, aber ganz konkret für das Gehäuse, das hatte ich schon gesagt, ist Bauxit aus Guinea der erste Ansprechpartner. Und wie gesagt, die Schwierigkeit einer Sorgfaltspflicht, die Wichtigkeit ist klar, die Schwierigkeit sieht man daran, das sind jetzt die ersten fünf, wie viel Gramm die sozusagen verursachen an Risiko, dass der allergrößte Teil in dem Rest ist von diesen 1,8 Kilo. Man hat also eine ganze Menge zu tun. Ja? Aber das ist auch die Idee bei der Sorgfaltspflicht, risikobasiert, man beginnt oben beim größten Risiko und geht zum kleinen Risiko weiter. So viel zu dem Geräthersteller, der sowas gerne wissen möchte. Jetzt erstmal, um Ihnen einen Hinweis zu geben, wo fängt man an, die Zulieferer zu befragen. Dann als nächstes die Designerinnen, und zwar diese elektronischen Geräte, wenn man das Ziel hat, ein faires Gerät herzustellen. Und vielleicht die Auswahl haben möchte, was ist fairer, was ist weniger fairer. Ganz interessant sind zum Beispiel Batteriezellen. Ich habe hier mal drei typische Laptop-Batteriezellarten, also Akkuarten, haben wir mal analysiert. Und hier ist, ich habe jetzt keine Zahlen dahingeschrieben, ich wollte euch nicht mit Zahlen bombardieren. Hier habe ich dann aufgeschrieben, auch wieder Kinder- und Zwangsarbeit, wie sich die Batteriearten zueinander verhalten. Ja, also es beginnt bei Null und das oben sind Mangan-Nickel-Kobalt-Batterien. Das in der Mitte mit einem deutlich höheren Kobaltgehalt, inzwischen nicht mehr so angesagt, eben auch wegen dieser Probleme. Und unten eine kobaltfreie Batterie, Eisen, Phosphor. Und tatsächlich hat unser Laptop, den wir als Grundlage genommen haben, sich für Eisen-Phosphor-Batterien entschieden. Und das ist eine gute Wahl gewesen aus unserer Sicht, wenn man dann die Risiken minimieren möchte. Ja? Genau. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch mal sagen, ich muss ganz kurz mal auf die Uhr gucken. Gut, an dieser Stelle noch mal erwähnen, es geht nicht nur darum, Risiken aus der Lieferkette rauszuholen, rauszunehmen und möglichst risikofrei zu arbeiten. Eigentlich möchten wir die Situation vor Ort verbessern. Also, es ist zum Glück nicht das übliche Vorgehen zu sagen, bloß nicht Kobalt in meine Geräte reinholen. Das kommt zu einem signifikanten Teil aus der Demokratischen Republik Kongo, die wiederum signifikante schlechte Zahlen hat bezüglich Kinder- und Zwangsarbeit. Sondern das bleibt dabei,
in dem Fall hat man so kaum die Wahl und wir versuchen, die Situation so zu verbessern. Ja? Und dann dort die Quellen zu nehmen, im Kongo, die halt eine bessere Arbeitsumgebung bietet. Genau. So, und Bauteilkategorien, da sind die Leiterplatten der wesentliche Aspekt. Das liegt daran, dass in denen viel Gold ist. In den Platinen, genau. Also in den unbestückten Platinen, ne? Die Leiterplatten, genau. Die anderen Bauteile gehe ich jetzt nicht durch. Das sind so die, die wir so analysiert haben. So, und was meine persönliche Spaß ist, und das ist die dritte Person sozusagen, die vielleicht interessiert daran ist, sind Journalisten sozusagen, die rauskriegen wollen, was ist jetzt am Laptop, so an der Elektronik so schwierig. Mich interessierte zum Beispiel, es wird immer nur von Metallen geredet, mich interessierte, welchen Anteil hat denn Erdöl und Erdgas? Und hier sieht man die obersten acht Ressourcen. Also genau, Ressourcen, Begriff habe ich hier eingeführt, wissen wir oben Gold und Kupfer, tauchte immer auf. Und Erdöl, Crude Oil und Erdgas, Natural Gas tauchen an Stelle 7 und 8 auf. Ja, zur Erinnerung, es gibt 200 etwas, Quatsch, es gibt 60 Ressourcen. Ja, das heißt, Erdöl, Erdgas sind relevant, tauchen aber sozusagen in den ersten Top 5 nicht auf. Dort sind dann die Metalle. Und es gibt auch eine deutliche Abstufung, wenn ihr die Grammzahlen seht, da gibt es auch wirklich einen Sprung bei Erdöl und Erdgas. Also Erdöl und Erdgas sind interessanterweise nicht das Risiko, der Risikorohstoff im Laptop. Nochmal, dieser Laptop hat ein Alugehäuse, kein Plastikgehäuse. Das würde sich ändern, wenn es ein Plastikgehäuse gehabt hätte. Plastik entsteht also aus Erdöl und Erdgas. Und was mich jetzt auch, ist halt ein aktuelles Thema, interessiert hat, wie weit ist es denn eine Abhängigkeit von Russland? Also welche Stoffe kommen, also welche Ressourcen kommen aus Russland, die laut den Statistiken in diesem Laptop drin sind? Und dort ist Palladium das Kritischste. Das heißt, das ist jetzt nicht mengenmäßig. Mengenmäßig ist gar nicht so viel drin, aber es kommt relativ viel aus Russland. Vom Palladium. Man redet immer von Gas, aber das ist hier irgendwie ja, immer an dritter Stelle. Aber Palladium, das ist ein Edelmetall, das steckt in manchen kleinen Bauteilen drin. Dort ist die Abhängigkeit am größten nach unserer Analyse. Na, und so kann man in diesen Zahlen so zu einigen interessanten Erkenntnissen kommen. Wir haben einen Stand hier, ich erkläre ihn gleich und da zeigen wir euch gerne. Wenn ihr bestimmte Fragen habt, zeigen wir euch gerne und versuchen, eure Fragen zu beantworten. Das machen wir mit diesem Werkzeug, das möchte ich nur kurz vorstellen. Bisschen haben wir noch, ne? Okay. Genau. Ich hatte schon vor 4 Jahren das unter dem Titel Wie weh tut ein Bit vorgestellt, die Idee. Eigentlich ist unsere Idee, man gibt den Bauplan rein. Ja, also ein ganzes Open-Hardware-Projekt zum Beispiel, alle Daten rein und automatisch mit eben den Daten, die ich euch gezeigt habe, werden die Hotspots berechnet. Das ist unser fernes Ziel, haben wir noch nicht erreicht. Es gab ein Prototype Fund, vielen Dank, Projekt. Und dann ist das in das Produkt Fairtronics. Da zeigen wir euch an dem Stand von Verlötet, daraus entstanden. Ihr könnt das auch selbst benutzen. Genau. Ja, jetzt hätte ich eine andere Folie erwartet. Also man kann sowohl dort ein Gerät selbst modellieren, aber wir zeigen euch vor allem, dass man den Daten auch ein bisschen browsen kann, sich angucken kann. Also wer da noch Fragen hat, kommt gerne zu unserem Stand. Ist hier in, ja klar, hier sind eh die meisten in Mathegebäude, auf dem ersten Galerie, erster Stock. Genau, da zeigen wir euch auch das Projekt Faires Kupfer, das kurz noch zu unserer Arbeit und den fairen Lötdraht, das sind auch noch so andere Projekte. Und wir haben Ideen zum Mitmachen, wir machen das ehrenamtlich, wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Habt ihr noch Fragen? So viel von mir. Bastian, ich hatte ja vorhin die Kinderarbeit angesprochen. Also ich will nur mal einen Satz sagen. Jedes Schiff, das in Indien entsorgt wird, hat typisch 1 bis 2 Tote zur Folge. In China wird ein Großteil der Elektronik
auch unter Zwangsarbeit in Gefängnissen im Westen bei den Turkvölkern hergestellt. Und mich interessiert, inwieweit diese Form von Zwangsarbeit oder eben Ausnutzen von Kinderarbeit aufgrund ihrer Körpergröße zum Teil nur, wie weit kann man an der Stelle tatsächlich europaweit politischen P vorsetzen, dass sowas nicht mehr stattfinden kann? Wie kann man politisch dagegen konkret vorgehen? Wie wird es das den Handelnden in Irland, in Brüssel überhaupt bewusst, was dahinter steckt? Naja, es gibt ein bisschen Bewegung. Zum Beispiel ist gerade auf EU-Ebene wird tatsächlich diskutiert, den Import von Produkten, die mit Zwangsarbeit nachweislich entstanden sind, zu unterbinden. Damit würden, ich weiß nicht, ob das wirklich durchkommt, damit würden tatsächlich eine Menge Solarmodule nicht mehr produzierbar sein. Ich hatte das Beispiel genannt, weil dieses Polysilizium in der Tat im Westen Chinas hergestellt wird. Mir ist allerdings neu, dass wirklich viel Elektronik dort gefertigt wird, aber vielleicht weißt du was anderes. Ich kann nur sagen, am Ende achten die Hersteller schon noch auf Gesetze. Wir brauchen also eine gesetzliche Regelung. Und wie das dazu kommen kann, da müssen wir wohl alle politisch aktiv werden. Also die letzten Bundestags, das ist jetzt EU sehr wichtig, ja. Die letzten Bundestagswahlen sind noch nicht so lange her. Wir haben eine Verteilung der Stimmen, die nicht, wie soll man sagen, nicht zwingend in diese Richtung geht. Ich kann nur sagen, ja, werdet selbst aktiv. Also werdet politisch aktiv, nicht nur Forderungen stellen. Hier, also Bitzenbäume ist so ein bisschen so eine Forderungskonferenz. Forderungen ändern erstmal nichts. Ne? Man muss die auch umsetzen. Irgendjemand muss sie umsetzen. Und ich bin der Meinung, das sind auch wir. Auch wir sind die Politiker. Ja, auch wir müssen dann einfach politisch aktiv werden. Nicht demonstrieren, sondern wirklich in die Politik gehen. Oder zumindest Abgeordnete unterstützen, deren Politik man gut findet. Ja, und Wahlkampf für die machen. Den Aufruf würde ich jetzt schon geben wollen. Ja. Ja, vielen Dank erstmal. Mich würden Positivbeispiele aus der Industrie interessieren. Mhm. Ob dir da aus dem Stegreif irgendwas Schönes einfällt, also jetzt mal über Fairphone hinaus. Ja. Du sprachst von dem Bauxit in den Aluminiumgehäusen bei Laptops. Da stelle ich mir zum Beispiel die Frage, gibt es da irgendwelche Beispiele aus dem Holzbereich zum Beispiel, dass irgendwelche Hersteller versuchen, Holz als Rohstoff oder Bambus für Gehäuseteile zum Beispiel zu benutzen oder ähnliches? Also erstmal muss man eine Frage stellen, ist Holz überhaupt besser als Aluminium? Es gibt auch im Holzbereich das Gleiche. Ja, aber mal angenommen, es wäre besser, ökologisch mag das sein. Von der Sozialkomponente bin ich mir da nicht sicher. Ich habe das nicht untersucht, in dem Laptop ist kein Holz, deswegen kenne ich das jetzt nicht. Es gibt tatsächlich einen Laptop, der ein Holzgehäuse hat. Und jetzt muss ich den Namen wissen. Aus Irland kommt er und nennt sich iMeco. iMeco, also iMeco, ich bin Öko. So wird es geschrieben, I-A-M-E-C-O. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Die haben in der Tat ein Holzgehäuse. Gibt es Positivbeispiele? Fakt ist, die großen Hersteller, du hast Fairphone extra rausgenommen, die ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben, wirklich was anderes zu tun. Von den großen Herstellern kann man sagen, sie reagieren immer nur. Ja? Und es fällt mir total schwer, jetzt zu sagen, das ist ein positives Beispiel, wenn immer nur die Hersteller reagieren, wenn dann irgendein, was weiß ich, Amnesty oder noch eine NGO aufdeckt, was passiert ist. Und dann gucken sie erst. Das war bei Batterie Kobalt so. Ja, niemand hat irgendwas getan, bis diese Berichte kamen über Kinderarbeit im Kongo. Und jetzt tun plötzlich alle ganz viele und machen das auf ihre Website drauf, wir sind gut. Ja? Das ist sicherlich eine positive Entwicklung, aber die ist nur entstanden, weil es schlechte Presse gab. Ne, deswegen mag ich das nicht als positiv ungern bezeichnen. Ja. Das als so Antwort, das fällt mir schwer.
Ja, vielen Dank, Michael Reckert von PowerShift. Vielen Dank, Sebastian, für den super guten Überblick. Ihr habt euch ja sozusagen auch eher Massenbilanzen angeguckt. Das heißt, mit Sambia habt ihr wahrscheinlich den Anteil Sambias an der Kupferproduktion weltweit hochgerechnet. Inwieweit könnt ihr tatsächlich in die Lieferketten auch reingucken und wissen, ob die wirklich aus Sambia beziehen oder aus Peru? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, inwieweit sind sozusagen auch Recyclinganteile? Also gerade bei Aluminium ist Recycling viel, auch CO2, emissionsärmer etc. Inwieweit ist das in eure Berechnung mit reingeflossen? Und wie siehst du da auch eine Möglichkeit, Druck auszuüben und eine Entwicklung hin, mehr Recycling-Rohstoffe zu nutzen als aus dem Bergbau? Ja. Danke. Also reingucken in die Lieferkette ist schwierig. Die Hersteller, wir haben es gar nicht erst versucht, verraten uns das nicht. Es steht nicht auf deren Website. Es gibt für ein paar Rohstoffe vage Transparenz, das sind diese sogenannten Konfliktmineralien, wo viele Hersteller, Elektronikhersteller auch veröffentlichen, aus welchen, nicht Minen, das wäre ja eigentlich wichtig für uns, aber zumindest aus welchen Hütten, da wo aus dem Stein das Material geholt wird, das kommen. Das wäre der nächste Schritt in unserem Projekt, dass wir den Herstellern ein bisschen mehr drauf gucken, zumindest wie transparent sie sind, und das würde mich interessieren. Das ist ganz gut, das wäre unser nächster Schritt. Zu Recyclingmaterialien, wir haben in der Tat tatsächlich für viele, aber nicht für alle, also vor allem für Metalle, den Sekundäranteil vorher rausgerechnet. Das heißt, bei Kupfer haben wir angenommen, dass 40% nicht frisch ist, also nicht gefördert werden muss. Und die 40% sind gar nicht reingekommen in unser. Also wir haben das auch nicht beurteilt, irgendwie diesen sekundären Teil. Der ist rausgekommen. Für Gold ist es irgendwie ein bisschen weniger. Es gibt für, haben wir gehört, also wie oft ist die Zahl jetzt genannt worden, für seltene Erden, die da drin sind, keine Zweifel, nur 1%. Wurde vorher rausgerechnet, entsprechend haben die seltenen Erden natürlich ein bisschen mehr Risiko bekommen, weil einfach 99% tatsächlich frisch gefördert wird. Ja. Aber das ist schon noch mit drin. Ach, du hattest dich gemeldet. Sorry, sah so aus. Noch eine schnelle Frage? Ansonsten? Sieht nicht so aus, oder? Ja, ansonsten danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und für deinen spannenden Vortrag. Genau, Sebastian ist ja noch am Stand draußen. Genau. Also falls dann doch noch eine Frage kommt. Also vielen Dank. Danke auch.